Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem weiteren Halo 3 Gameplay Commentary. Und im Hintergrund seht ihr eine Runde Team BRs auf The Pit. Und ich muss sagen, diese Runde war echt spannend. Mehr dazu gibt's gleich. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu diesem Gameplay-Commentary. Und dass dieses Gameplay sehr spannend ist, habe ich nicht umsonst behauptet, denn ich fand es auch beim Spielen wirklich echt recht spannend. Hab mir die ganze Zeit gedacht, wow, das ist ja voll close und überhaupt alles. Ja, war auch wirklich spannend. Also muss man sagen, waren die ganze Zeit immer nur ein Packelsunterschied und mal hat das eine Team geführt, mal das andere. Wer jetzt am Ende gewinnt, lasse ich jetzt nochmal offen. Werdet ihr schon noch rechtzeitig erfahren. Und ja, allgemein muss ich nochmal kurz anmerken, dass ich es ja eigentlich ziemlich cool finde, dass in letzter Zeit wieder recht viel Halo 3 gespielt wird, muss ich sagen. Also abends sind da tatsächlich öfters, weil ich spiele jetzt auch nicht so regelmäßig, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun habe, aber da werde ich vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen. Wenn ich so ein bisschen euch ein Update gebe, wie es mir geht und so. Muss ich aber sagen, doch, 20.000 Spieler am Abend so ungefähr, Pi mal Daumen, vielleicht auch 15.000. Aber das ist doch schon ziemlich, ziemlich cool. Und wenn sich das jetzt eine Weile wieder hält, eine ziemlich lange Weile wäre natürlich groß, eine große Weile, wäre natürlich ziemlich cool. Also würde mich echt freuen. Macht nämlich auch Spaß und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Connection besser ist und so und ja. Genau, was auch noch ganz cool war in dieser Runde, muss ich ja nochmal erwähnen, ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ich kann mich dann noch daran erinnern, dass die Gegner auch alle Headset drin hatten und mich danach nochmal eingeladen haben und wir danach noch ein bisschen zusammen gespielt haben. Aber in dieser Runde in Halo 3 und Reach war es ja noch so, dass man, wenn man in der Nähe, wirklich auf der Map, wenn man jetzt neben dem Gegner stand und er gelabert hat und man ihn nicht gemutet hatte natürlich, dass man ihn dann wirklich trotzdem gehört hat. Das fand ich eigentlich immer eine ganz coole Sache. Ich glaube, in Halo 4 gibt es das ja nicht mehr, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es gibt es nicht mehr in Halo 4. Ist ja auch gleich. Fand ich eigentlich immer ziemlich cool und hier hat man die dann auch das ein oder andere Mal gehört und so und die haben auch wirklich ein bisschen gecalloutet und so. War ganz cool. Und ja, die haben mich danach dann nochmal eingeladen, waren eigentlich ganz nett drauf und hat Spaß gemacht. Ist aber wie gesagt schon ein bisschen länger her. War noch vor diesem Halo 3 Re-Hype, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau, wie geht's mir denn? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Obwohl, ne, hier, bam, da holt er den zweiten. Zack, dann geht er schön in Deckung, kurz nachladen. Bam, den dritten gefinisht. Und da ist der vierte. Zack, Overkill. Mein Gott, passiert halt, yeah, Overkill, schön, nette Sache. Genau, wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Ich habe ja jetzt auch wieder schon ein Video hochgeladen, und zwar, wo ich ein bisschen live gespielt habe, erst allein, und dann kam doch der Legacy von ehemalig FFL dazu und so, und dann haben wir noch ein bisschen so gespielt. Hat Spaß gemacht. Und ja, sonst geht's mir ganz gut. Ich gehe momentan zur Fahrschule und so, und ja, Führerschein, ne, ist, so eine Sache. Also für mich wird es ganz nett sein, dass ich den habe und ich werde dann auch ab und zu das Auto meiner Eltern mal benutzen können und so und ein bisschen rumdüsen können. Aber ja, halt nicht allzu oft. Weil, also heißt halt nicht allzu oft. Wenn ich jetzt irgendwo abends hingehe, werde ich es meistens eh nicht benutzen, weil ich ja, das finde ich, lohnt sich einfach nicht so sehr. Weil dann kannst du halt nichts trinken oder sonstiges und das ist dann halt scheiße. Ja, das kann man vielleicht mal machen, aber nicht andauernd. Deswegen, naja, egal. So, und das sonst so, ich habe es auch nicht eingesehen, den jetzt schon mit 17 oder so zu machen, weil, ja, was bringt mir das? Ich kann ein bisschen Erfahrung sammeln, gut, ja, das stimmt. Aber keine Ahnung, ich hatte auch einfach keine Lust und hatte vor allem noch nicht das Geld, denn ich habe den nicht so direkt finanziert bekommen. So, dann musste mir das ein bisschen selber zusammen sparen, überhaupt Zeug. Das heißt, es ist doch, hat mich doch eine Weile gekostet, das so auf die Reihe zu kriegen. Und ja, jetzt mache ich das aber mal so langsam, habe jetzt ein paar Theoriestunden schon gemacht, ja klar. Ich peile so an, dass ich so vielleicht Februar,
keine Ahnung, wenn es März wird, wenn es April wird, ist auch okay. Halt dann irgendwann so fertig bin. Und ja, aber ich will eigentlich schon Februar, wäre mir schon so am liebsten, spätestens. Ist ja auch machbar eigentlich. Ich meine, wir haben jetzt noch den November, Mitte Dezember. Theoretisch habe ich dann meine Theorieprüfung, dann muss ich noch die ganzen hier Augenkontrolle und Erste-Hilfe-Kurs und so. Das kann ich aber auch alles hier bei uns in einem Rutsch machen und deswegen geht das auch an einem Tag dann. Dann habe ich das alles. Dann muss ich noch beim Verkehrsamt und so. Bla bla. Die meisten werden es kennen. Die meisten, die auch schon Führerschein machen oder gemacht haben, werden es wie gesagt kennen. Und ja, und dann halt noch Fahrstunden und praktische Prüfungen. Das ist schon machbar, schätze ich mal. Bis Februar kann man schon schaffen. Gut, dann habe ich das Ding auch und dann ist auch gut. Dann ist auch vollkommen okay. Ja, mehr brauche ich nicht. Und allgemein, ich werde ja im Dezember 18, da freue ich mich schon drauf. Hab schon Party-Einladungen verschickt und so und das ist voll super. Und ja, keine Ahnung. Es ist jetzt nicht das Coolste der Welt so, aber man freut sich ja trotzdem schon drauf. Allein diese Genugtuung, diesen einen Moment, wenn du dann irgendwie in der Videothek, meine Meinung, oder in der Videothek stehst, oder keine Ahnung, auch im Saturn reicht auch schon, oder so. Vor dem 18er Regal mit den Horrorfilmen und den Pornos und dann da stehst und dir denkst, theoretisch könnte ich. Wenn ich wollte, könnte ich kaufen. Ich mach's trotzdem nicht. So ungefähr, weil die meisten Horrorfilme sind Trash. Das kann ich ja mal einblenden. Ich habe so ein Bild gemacht von einem. Das war so schlecht. Ich war mit einem Freund wirklich im Saturn. Und dann haben wir so einen Film entdeckt, der ernsthaft KFZ oder KFZ hieß. Und das stand für Kentucky Fried Zombies. Kein Scheiß. Haben wir echt gefunden. Fand ich eigentlich ganz lustig. Naja. Ganz gleich jetzt hier. Guck mal. 47 zu 45. Jetzt gerade durch meinen Tod. Ja? Zwei bei uns haben gequittet. Scheiß Arschlöcher. Den ganzen Sterben und dann quitten. War aber trotzdem eine spannende Runde. Jetzt neigt sich das alles so. Oh, spannend, spannend. Und jetzt hier im Bam mach ich noch einen Kill und hole ich den auch noch. Oh. Mit dem Regen, in den ich noch so reingejumpt bin und so. Oh, bin trotzdem draufgegangen. Sehr schade. Naja, ganz gleich. Also 18. wie gesagt. Nett, nette Sache. Und dann kann ich vor allem auch endlich selber Games und Filme und so ab 18 bei Amazon bestellen. Muss dann nicht immer irgendwie jemand anders fragen. Weil das ist halt echt praktisch, weil sonst musst du dann immer fragen, kann ich? Und dann musst du denen das Geld geben und dann musst du erst wieder einzahlen und so, statt dass du immer selber mit deinem Account stellst und gut ist. Ja? Das ist am allereinfachsten. Jetzt habt ihr es gesehen. Wir haben verloren. 50 zu 49. Ich hatte 24 Kills. Mann, oh Mann. War aber trotzdem eine nette Runde, muss ich sagen. Ja, genau. Okay, das soll soweit von mir gewesen sein zu diesem Gameplay. Hab jetzt einige Games mal gecaptured, die etwas kürzer sind. Und werde jetzt in nächster Zeit die mal kommentieren, so langsam. Und dann mal wieder ein paar kürzere Commentaries machen. Muss ja nicht immer so lang sein, ne? Mit so kleineren Themen, vielleicht wie heute, 18. so ein bisschen. Und Führerschein und was mache ich so. Und ein bisschen über Halo 3 quatschen. Und überhaupt Zeugs. Mal gucken. Wie es kommt. Bin ja ein recht spontaner Typ, ne? Ganz klassisch. Und ja, ich will jetzt aber auch nicht zu lang das Video halten. Also würde ich sagen, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Wie fandet ihr das heutige Video? Lasst es uns wissen, gebt eine Bewertung ab und schreibt einen Kommentar. Ihr wollt mehr von uns sehen? Dann klickt doch auf Abonnieren und checkt unseren Channel aus. Ihr wollt uns unterstützen? Dann teilt doch das Video mit euren Freunden und der ganzen Welt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Stand bleiben, was Psycho und Quert angeht? Dann schaut doch mal auf unseren Social Network Seiten auf Twitter, Facebook und Instagram vorbei. Psycho und Quert gibt's jetzt natürlich auch für unterwegs. Als Audio-Podcast auf iTunes und als RSS-Feed. Ihr wollt mehr von Psycho sehen? Dann schaut doch mal auf seinem anderen YouTube-Kanal Psycho Games TV vorbei. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei Psycho und Quert.